Ins Mumintal schien wieder Ruhe und Frieden eingekehrt zu sein. Von nirgendwoher drohte Gefahr. Doch halt! Warte, Mumin! Mama, Mama! Sind Sie fertig? Was, Mumin? Die Pfannkuchen! Tut mir leid, mein Schatz. Das Elfenholz brennt wohl nicht so gut. Fängst du erst an? Trink inzwischen eine Limonade. Mumi, Mama, sind die Pfannkuchen fertig? Sowas kann schon mal passieren, wie das mit dem Holz. Oh, was bin ich für eine doofe Nuss? Ich bin ein Blödian. Das bist du keineswegs, Snob. Du bist sehr, sehr gescheit. Oh, eine Niete, ein absoluter Versager. Aber das Schiff, das über Land fuhr, war doch eine großartige Erfindung. Ein Kinderspielzeug. Wenn du ein Schiff über Land fahren lassen kannst, dann wirst du auch eins erfinden, mit dem man in der Luft fliegen kann. Ich glaube an dich. Aber genau so hätte es gehen müssen. Ich dachte, dass ich es jetzt hätte. Jawohl, gestern noch glaubte ich, es erfunden zu haben. Aber als ich es dann prüfte und prüfte und immer wieder prüfte, wie kann nur jemand, der so intelligent ist wie ich, einen solchen Pfusch zu Papier bringen? Ich kann niemandem mehr in die Augen blicken. Was für eine Null bin ich doch! So, die Pfannkuchen sind fertig. Sag allen Bescheid, Kleinmüh. Ich hab schon einen Riesenhunger. Wo sind denn Mumin und Snorkfräulein? Ach, die heult schon wieder. Jetzt heul doch nicht, Snorkfräulein. Dein Bruder wird schon drüber wegkommen. Alle Erfinder haben einen Katzenjammer, wenn aus ihrer Erfindung nichts wird. Ist das bei Mumin-Papa auch so, wenn er Geschichten erfindet, die nicht gut sind? Papa schreibt keine Geschichten, sondern Memorien. Na, Snorkfräulein, ein Pfannkuchen gefällig? Oh ja, Mumin-Mama, das wäre sehr freundlich. Mumin, hol bitte deinen Papa zum Essen. Sicher vergisst er beim Schreiben wieder alles. Ja, Mama. Was ist denn los, Snorkfräulein? Die Sonne stieg am östlichen Himmel wieder auf, als der Morgen anbrach, und allmählich wurde es heller. Also, was schreibe ich denn da? Das weiß doch jeder, dass es morgens heller wird, wenn die Sonne aufgeht. Ach, ich brauche mir nicht einzubilden, ein Schriftsteller zu sein. Ich bin ein Möchtegern-Dichter, ein größenwahnsinniger Stümper. Ach, ich geb's auf. Herein! Papa? Ja, was gibt's denn, Mumin? Mama lässt dir bestellen, dass das Essen jetzt fertig wäre. So, gerade bin ich mitten im besten Schreiben. Ich glaube, ich esse dann lieber später. Ach so? Gibt es sonst noch irgendwas? Nein, ich dachte nur, du hättest noch etwas gesagt. Moment, warte, ich komme schon. Das war lecker, Mama. Danke, ich gehe ein bisschen raus. Warte, ich komme mit. Nein, wir können dich wirklich nicht brauchen. Snufkin und ich gehen auf eine gefährliche Expedition. Hallo, Snufkin! Hallo, Mumin. Dich hätte ich ja nicht mehr erwartet. Was hast du denn da? Das ist ein Blätterboot. Ich lasse es den Fluss hinuntertreiben. Siehst du, wie schön es fährt? Wenn's gut geht, erreicht es das Meer und segelt dann weiter bis zu einem fernen, fremden Land. Eines Tages will ich auch mit einem Schiff hinaussegeln. Also los, gehen wir. Klein Mü wollte eigentlich mitkommen, aber ich hab's ihr nicht erlaubt. Unsere Expedition wird sicher gefährlich. Na, dann sieh doch mal, wer dir heimlich gefolgt ist. Da! Hallo! Warte nur! Wir kommen, damit ihr nicht so einsam seid! Ja, sie brauchen auch mal ein bisschen Anregung in ihrem Leben. Wartet! Da hinauf? Wir müssen nicht unbedingt alle hochklettern, aber ein paar von uns schon. Auf eine Bergtour war ich gar nicht vorbereitet. Ich bin ganz wild aufs Klettern. Ach, könntest du nicht lieber bei mir bleiben, Kleinmüh? Am besten wird es sein, wenn ihr hier unten in der Höhle auf uns wartet. Das ist auch ganz schön abenteuerlich. Glaubt mir, ich zeige euch den Weg. Aber wenn man auch hier unten gehen kann, wozu muss man dann erst raufklettern? Sowas verstehen Mädchen nicht. Ehrlich gesagt, für mich sind die Männer auch schwer zu verstehen. Hauptsache, ihr schafft's bis zur Höhle. Na, das wird sich herausstellen. Und was wird mit dir, Smith? Also, ich bilde die Nachhut und passe auf, dass niemand verloren geht. Tapferer Bursche! Na los! Einer von uns muss sich doch opfern, der sich um unsere Mädchen kümmert und so.
Wollen wir nicht reingehen? Also, ich weiß nicht so recht. Sehr richtig, man weiß nie, wer in so einer Höhle haust. Ein Ungeheuer vielleicht. Dummkopf, natürlich haust da kein Ungeheuer. Also mir gefällt das nicht. Genau, richtig. Ein unbewohnter Ort ist gefährlich. Meinst du nicht, wir müssten jetzt direkt über der Höhle sein? Mhm. Ich kann aber keinen Eingang sehen. Vielleicht ist er ein bisschen weiter da drüben. Oh, Leute, ich habe noch nie im Leben so eine Muschel gesehen. Ich möchte wetten, dass sie ja ganz wertvoll ist. Nein, sowas. Klein Mühe, komm mal her. Schnell. Snorkfräulein, wo ist denn Klein Mühe? Sie ist in die Höhle hineingegangen. Was? Dabei sollte sie eigentlich mit mir Muscheln sammeln. Klein Mühe, komm sofort heraus. Das ist gefährlich. Komm lieber rein, Feigling. Du kannst doch nicht so mir nichts, dir nichts in die Höhle gehen. Wieso denn nicht? Wie soll man denn sonst hier reinkommen? Oh, bleib stehen, wo du bist. Wir werden dich retten. Findest du das etwa in Ordnung, Snorkfräulein? Sie ist doch noch viel zu klein für solche Sachen. Was hätte ich denn machen sollen? Sie ist also einfach... los, retten wir sie. Ich halte lieber deine Hand, falls du Angst haben solltest. Klein Mühe, wo bist du? Bitte, Kleine, du machst dem Snorkfräulein Angst. Hört sich eher an, als ob du Angst hättest. Jedenfalls klingt deine Stimme so. Meine Stimme, die hört sich doch immer so an. Sei still, ich hab was gehört. Sag bloß, ihr habt nichts gehört. Doch, ich höre es ganz deutlich. Das klingt, als ob der Sturm durch den Kamin pfeift oder wie ein Stöhnen. Bitte, du darfst nicht so schreckliche Sachen sagen. Es wohnt doch niemand hier. Jetzt weiß ich, wer das ist. Das sind nur Mumin und Snufkin. Die haben doch gesagt, dass sie von oben herunterklettern wollen, oder? Und warum stöhnen sie so dabei? Das sind bestimmt nicht die beiden. Solche Töne habe ich von Mumin noch nie gehört. Geh nicht weiter, Klammü, bitte. Nein. So, jetzt kannst du mal dran ziehen. Ich glaube, es hält. Wer von uns steigt als erster runter? Ich. Na gut, aber sei bitte vorsichtig, ja? Klar. Mensch, warum geht's denn nicht weiter? Was ist denn los, Mumin? Hey, Mumin, ist auch alles in Ordnung? Geschrien. Ich bin auf den Hemul gefallen, der hier sein Nickerchen gemacht hat. Der Hemul war das? Falls das eins eurer Spiele war, hat's mir nicht gefallen. Nein, wir waren beim Bergsteigen und haben nicht gewusst, dass sie hier unten schlummern. Dazu möchte ich bemerken, dass ich hier soeben keineswegs geschlummert habe. Aber was tun Sie denn sonst hier in der Höhle? Nun, um ehrlich zu sein, ich war in letzter Zeit ein wenig verwirrt. Sie haben doch nicht etwa wieder mal eine wertvolle Briefmarke verlegt? Das wäre ja nicht auszudenken, wenn's das wäre. Oh nein, aus meiner wertvollen, weltberühmten Sammlung fehlt kein einziges Stück. Und weshalb sind Sie dann ein wenig verwirrt? Na ja, wie ich sagte, meine Sammlung ist vollständig. Aha, und es stimmt, dass niemand auf der ganzen Welt eine hat, die mit Ihrer vergleichbar wäre? So ist es. Meine Sammlung ist die perfekteste von allen. Es gibt keine Variante, keinen Fehldruck einer Marke, die ich nicht besäße. Na, aber warum sind Sie dann... Du bist wohl noch ein wenig zu jung, um das in seiner ganzen Tragweite verstehen zu können. Und außerdem bist du eben kein Sammler. Ah, jetzt begreife ich es. Naja, verstehst du, Mumin? Hemul hat nämlich erkannt, dass er plötzlich überhaupt kein Sammler mehr ist. Und das macht ihm so zu schaffen. Jetzt ist er nur noch Besitzer einer Sammlung. Und das macht ihm keinen Spaß.
Genau, es ist alles vorbei, weil es keinen Spaß mehr macht. Ach so, nun verstehe ich auch, warum Sie verwirrt sind. Und dass ich auf Sie draufgeplumpst bin, hat es nur noch schlimmer gemacht, nicht wahr? Ja, da hast du völlig recht, Mumin. Herr Himmel! Er hat in der Höhle ein kleines Nickerchen gemacht. Ach, das Stöhnen war also sein Schnarchen. Jedenfalls hat es sich so angehört, als ob er einen mittelgroßen Wald absägt. Habe ich recht? Niemand kann behaupten, dass ich schnarche. Und wie Sie geschnarcht haben. Wir haben es ganz deutlich gehört. Ja, das haben wir. Ach, Pappelapapp, wer weiß, was ihr da gehört habt. Aber wenn ihr es niemandem erzählt, zeige ich euch etwas ganz Besonderes. Ja, was denn? Wohl gehören. Sieht aus, als könnte man es leicht reparieren. Aber klar, das wäre doch eine Kleinigkeit. So einfach ist das nun auch wieder nicht. Es hat gar keinen Boden mehr. Damit werden wir aufs Meer hinausfahren. Das Segel ist auch ganz durchlöchert. Und die Ruder fehlen. Na, da paddeln wir eben mit den Händen. Du paddelst, ich steuere. Aber Kinder, was macht ihr denn auf dem Wrack? Ihr könntet untergehen. Ich habe mein Selbstvertrauen verloren und seitdem fühle ich mich so schlecht. Aber Snork, das kann doch jedem mal passieren. Dir etwa auch? Ja, ich habe auch ab und zu ein Tief. Das tröstet mich, Mumin-Papa. Ein bisschen wenigstens. Sag mir, wie soll ich mein Selbstvertrauen zurückbekommen? Tja, ich weiß auch nicht. Bei mir ist es irgendwann plötzlich wieder da, aber im Moment... Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder etwas erfinden kann. Ich glaube, ich werde meine Memoiren auch für eine Weile ruhen lassen. Ja. Was ist denn los? Ihr seht ja aus wie ein paar Trauerklöße, denen es die Petersilie verhagelt hat. Ich glaube, ich war zu übermütig und meinte, dass mir alles gelingt. Mir ging's genauso. Mumin-Papa! 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 Was ist denn los, Sniff? Du brüllst ja, als wäre das Meer verschwunden und die Welt ginge unter. Mumin-Papa, komm schnell an den Strand. Wir haben ein Boot gefunden. Wahrscheinlich ein Wrack, das an Land gespült wurde. Wie? Nein, kein Wrack. Ein Boot mit weißem Segel. Was du nicht sagst. Wir werden es reparieren und dann gehört es uns. Das sehe ich mir an. Snorri, komm doch mit runter zum Strand. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ein Abenteuer. Ja, wenn du meinst. Es könnte schon interessant sein, vor allem, wenn es bereits ein Segel hat. Oh, nicht schlecht. Ein ganz solider Bootskörper. Und durchaus seetüchtig, würde ich sagen. Du, Papa, wenn es verlassen worden ist, gehört es doch uns, stimmt's? Vielleicht will es keiner mehr haben, weil es durchlöchert ist wie ein Schweizer Käse. Man hat es hier liegen lassen, weil es leck ist und nicht mehr schwimmt. Ja, das könnte sein, Snufkin. Wer es findet, dem gehört es. So ist das Gesetz an der Küste. Es ist nicht ganz so. Man muss eine gewisse Zeit warten. Also, Papa, was sollen wir denn nun machen? Nun, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir werden es zuerst auf den Strand ziehen, damit wir es ordentlich verteuen können. Ganz meine Meinung. Es könnte ja ein Sturm aufkommen. Außerdem könnte der Besitzer wieder erscheinen. Und dann wollen wir ihm sein Boot in gutem Zustand zurückgeben. Also, fangen wir an. Und was machen wir, wenn wir es repariert haben? Na ja, Boote sollen nicht brach liegen. Wie wär's denn mit einer Fahrt über die sieben Meere? Ja! Wir werden nach Perlen tauchen. Großartig, dann werde ich noch den Rest der Welt kennenlernen. Ich würde eigentlich viel, viel lieber hier bleiben. Keine Angst, Snorkfräulein. Wenn wir große Wellen haben, segeln wir einfach dazwischendurch. Stimmt's, Mumin-Papa? Na ja, so ähnlich. Ich denke, wir sollten nun langsam anfangen. Snork, du hilfst uns doch bei der Planung, hä? Wie? Natürlich. Kann ich euch irgendwie helfen, Mumin-Papa? Wir wären Ihnen sehr dankbar, Herr Hemul. Ich bin zwar nicht gerade ein Handwerker, aber ich könnte doch in manchen Dingen hilfreich sein. Zuerst mal ziehen wir das Boot alle gemeinsam aus dem Wasser. Oh, jetzt! Ja! Wir brauchen mindestens 10 kurze Baumstämme als Rollen, auf denen wir das Boot herausschieben können. Die besorge ich. Wir helfen dir. Dann brauchen wir noch etwas, um es senkrecht zu stellen und es zu befestigen. Das wird nicht leicht sein. Ja, und außerdem brauchen wir Werkzeug. Ich gehe nach Hause und hole es. Auch einen Schöpflöffel und Eimer.
Ich komme mit und helfe das Werkzeug mit aussuchen. Und ich bewache das Boot, falls der Besitzer erscheint, um es zu holen. Na, schlafen die Kinder endlich? Ja, Schatz, sie schlafen wie die Murmeltiere. Das wundert mich nicht. Sie haben wirklich hart zugepackt und geschuftet. Ich freue mich schon darauf, mit dem Boot unsere erste Reise zu unternehmen. Oh, Mama, da bewundere ich aber deinen Mut. Hemul meinte schon, du würdest Angst haben und das Boot gar nicht betreten wollen. Die Reise muss ja nicht weit sein. Dann sollten wir wohl auch schlafen gehen. Wir müssen morgen früh aufstehen. Das Leben eines Seemannes ist gar nicht so leicht für einen Schriftsteller. So? Ich fühle mich ganz erschlagen. Die frische Meeresluft und dann vor allem die Verantwortung. Nur ein bisschen Bewegung tut ihm mal ganz gut. In Ordnung, großartig, Muminpapa. Und nun die allerletzten Planken. Ja! Mumin, würdest du bitte zur Kenntnis nehmen, dass ich das Boot teere? Na klar, Kleinmüh, ich übernehme nur die Stellen, wo du nicht hinreichst. Sniff, du großohrige Landratte, steh da nicht rum, sondern bring uns neuen Teer. Was? Hol ihn dir doch selbst. Ich lasse dich das Boot nur teeren, weil du es unbedingt wolltest. Aber den Teer holen habe ich nie gewollt. Los, setz dich in Bewegung, sonst werden wir nicht fertig, du lahme Ente. Mumin, Mama, soll ich es hier abschneiden? Ja, genau da. Sehr gut. Jetzt dauert es sicher nicht mehr lange. Das habe ich befürchtet. Was soll ich denn nun tun? Warum fangen Sie eigentlich keine neue Sammlung an? Eine neue Sammlung? Das wäre kein schlechter Gedanke, aber was soll ich denn sammeln? Irgendwas Schönes. Wie wär's zum Beispiel mit Schmetterlingen? Schmetterlinge? Das wäre ganz hübsch. Na also, da haben wir's. Sammeln Sie seltene Schmetterlinge. Unmöglich. Die sammelt schon ein Cousin zweiten Grades von mir und das ist ein fürchterlicher Idiot. Was ist mit Verzierungen? Verzierungen? Das wäre eine Sammlung, die nie komplett ist. Wie unwissenschaftlich. Oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall sollten Sie mit einer Sammlung beginnen, Herr Hemul. Mama! Mama! Mama, beeil dich! Wir werden das Boot gleich vom Stapel lassen. Ich komme schon. Wartet auf mich. Mama, das Segel, das du genäht hast, ist Spitzenklasse. Beeil dich! Seid ihr soweit? Bei drei schiebt ihr so fest, ihr könnt. Eins, zwei, drei! Nun war das Boot repariert. Niemand hatte Anspruch darauf erhoben und mit Schwung glitt es ins Wasser hinein. Welch eine Freude empfanden sie da alle. Nun konnte die Reise um die Welt beginnen. Sogar Snork und Herr Hemul waren guter Laune. Alle an Bord für eine Probefahrt! Ja, toll! Jetzt weiß ich, was ich sammeln werde. Siehst du? Seltene Blumen. Dies ist eine Rosa Eclauteria, das erste Stück meiner Sammlung. Eine was? Gratuliere, Herr Hemul. Snorkfräulein, sei vorsichtig. Ich muss schnell nach Hause. Mir ist eben eine neue Idee für mein fliegendes Schiff gekommen. Ich bin sicher, dass es diesmal funktioniert. Da bin ich ganz sicher, Snork. Es wird funktionieren. Bis später. Wir legen ab. Alle an die Ruder.
Keine Sorge, Mama, wir fahren nicht weit. Zum Abendessen sind wir wieder zurück. Lasst euch nur Zeit. Ich bereite was Kaltes vor. Dann ist es gleich, wann ihr zurück seid. Und eins, und zwei, und eins, und zwei, und eins, und zwei, und eins, und zwei. Hinaus in die Ferne und eins. Hinter den Bergen und Bäumen verborgen, da liegt momentan eine Welt ohne Sorgen. Beim nächsten Mal kommt wieder mit, ich führe euch dorthin. Im blauen Turmhaus hoch unter dem Dach liegt Mumin in Mondschein, ist immer noch wach und freut sich auf den nächsten Tag, was er bringen mag. Was er bringen mag. Sie lieben das Lachen und lieben das Leben, die Mumins. Sie lieben die Wolken und darauf zu schweben, die Mumins. So wundersam schöne Geschichten geschehen, in Mumintal, ihr könnt sie bald wiedersehen, die Mumins.